Was wir hier haben, ist das Helium-Akku-Case von Mophy. Kommt am 15. März auf den Markt. Ganz neu und wurde auch lange erwartet. Charakteristisch ist das Aluminium hier, das ist unheimlich leicht, also es ist verdammt leicht einfach, das Case. Hat einen 1500 mAh Akku drin und ich schiebe einfach das iPhone hier so rein, ich mache es unten auf, iPhone wird reingeschoben, unten zugemacht und kann jetzt, sag mal, 70-80% von der Ladekapazität meines iPhones wieder herstellen mit diesen 1500 mAh. Kurz mal angeschaut, ich habe hier hinten so eine Kontrolltaste für die aktuelle Akkuladung. Ich habe hier einen Ein-Ausschalter auch, ich kann das Case komplett ausschalten, wenn ich nicht immer will, dass es lädt, nur bei Not zuschalten will. Und ich habe hier zeitlich die Bedientasten ausgespart vom iPhone, also sind die Originalbedienelemente. Das wäre das Helium-Case, was demnächst kommt von Mophy, da halte ich mal daneben, ist das Air. Das ist ein neues Case, gibt es noch nicht, das ist jetzt ein Vorab-Sample, das wir hier sehen können. Ist ähnlich aufgebaut wie das Helium, hat aber einen 1700 mAh, also ein bisschen stärkeren Akku drin, der fast eine volle Ladung garantieren sollte. Muss was zu beweisen wäre, wir probieren das irgendwann aus. Und ein Unterschied noch ist, dass eben diese Bedienelemente nicht mehr ausgespart sind, sondern durchgereicht werden. Hier sind bereits Tasten dran, die hier unten auf die Laut- und Leise-Tasten eben weitergegeben werden. Oder auch so ein, das ist jetzt ein Prototyp, deswegen ist der Schalter ein bisschen schief. Ein Hebel für den Stimmschalter, der dann nach unten weitergereicht wird.